Heute wird es wieder etwas theoretischer. Wir sprechen über Textformatierung. Es ist ja wichtig, dass man seine Texte auf gut lesbare Art ausgeben kann. Die einfachste Art der Textausgabe ist so etwas. Ich habe hier einfach einen String mit einem fixen Text. Das ist ja kein Problem, das kennst du schon. Das wird dann hier also ausgegeben, wie es hier steht. Um das geht es aber auch heute nicht. Viel spannender wird es, wenn wir hier in diesem Text Werte einbinden möchten, die ja zum Beispiel aus einer Variablen kommen. Das können andere Texte sein, das können aber auch Zahlen sein. Hier bietet Python diverse Möglichkeiten. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Methode, die jeder String kennt, und das ist der Formatbefehl. Hier arbeitet man mit Platzhaltern. Also das kann dann zum Beispiel so aussehen. Das hier ist ja ein normaler Text, 3x5. Ich möchte jetzt aber die Ausgabe haben, das Resultat von 3x5 ist 15. Dazu kann ich hier in meinem Text, das ist ja der String von hier bis hier, kann ich hier Platzhalter einfügen. Hier wird etwas eingefügt und hier wird etwas eingefügt. An der ersten Stelle, da füge ich Rechnung ein, also das ist dieser Text 3x5. An der zweiten Stelle füge ich diese Berechnung ein, 3x5, das wird ja von Python berechnet, 3x5 ist 15 und das Resultat wird dann hier eingesetzt. Somit bekomme ich hier das Resultat von 3x5 ist 15. Nur am Rande bemerkt, das hat jetzt nichts mit der Formatierung zu tun. Es gibt hier noch eine weitere Möglichkeit. Anstatt dass ich hier die Berechnung direkt eingebe, 3x5, könnte ich hier auch Eval von Rechnung eingeben. Ich habe hier jetzt 13 geteilt durch 5 genommen als Rechnung und ich sage Eval von Rechnung, wenn das ein gültiger Ausdruck ist, der berechnet werden kann, wird er das direkt berechnen. Dann haben wir hier das Resultat von 13 durch 5 ist 2,6. Das nur am Rande. Jetzt mache ich eine weitere einfache Aussage. Das kann ich sehr gut so machen. In der Sprache C werden Blöcke in dieser geschweiften Klammer eingeschlossen. Hier habe ich keinen Formatbefehl benutzt. Was passiert jetzt, wenn ich hier einen Formatbefehl verwende? Ich möchte also dieses C hier einsetzen in einen Platzhalter und benutze deshalb Format. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe hier die geschweiften Klammern benutzt, aber übergebe hier keinen Wert. Wie muss ich jetzt, wenn ich diese geschweiften Klammern wirklich einfach hier hineinschreiben möchte, wie kann ich das machen? Das geht wie so oft in Programmiersprachen mit einer einfachen Verdopplung. Ich habe einfach zwei öffnende geschweifte Klammer und zwei geschlossene. Jetzt muss ich das wieder weglöschen, dann sehen wir das. Jetzt wird es wieder korrekt ausgegeben. Die andere Möglichkeit ist natürlich, hier mit einfachen Klammern zu arbeiten und das geschweifte Klammernpaar hier auszugeben. Also es könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ich übergebe hier die Programmiersprache an den ersten Platzhalter und die Blockbegrenzungen am zweiten Platzhalter. Das ergibt dann dieses Resultat. Jetzt ist es manchmal wünschenswert, dass so ein eingefügter Begriff eine fixe Länge belegt. Dazu kann ich das erweitern. Also hier kann ich in den geschweiften Klammern schreiben, Doppelpunkt. Das bedeutet, jetzt kommt eine Formatanweisung. Und mit 10 sage ich ganz einfach, das Wort, das ich einfügen will, das soll 10 Zeichen beanspruchen. Jetzt haben wir hier dieses Hallo.
Das beansprucht 10 Zeichen, das wird aufgefüllt mit Leerzeichen. Das ist jetzt linksbündig. Ich kann das auch steuern. Und zwar habe ich 3 Möglichkeiten. Ich füge die jetzt gleich hier an. Ich kann hier sagen, das soll linksbündig sein. Ist hier nicht notwendig, da es standardmäßig linksbündig ist, falls es sich um einen String handelt. Ich kann sagen, das soll rechtsbündig sein oder ich kann das auch einmieten. Also linksbündig hier, rechtsbündig hier oder hier eingemietet. Das sind die Varianten mit dem reinen Text. Die sind natürlich nicht besonders spannend. Viel interessanter wird es, wenn wir Zahlen verwenden. Und hier nochmals der Hinweis, lade das Begleitmaterial herunter. Hier ist alles zusammengefasst. Wir sind ja hier bereits beim 3. Kapitel. Dann hast du eine Referenz, wo du mal schnell nachschauen kannst, wenn du etwas nicht mehr weißt. Jetzt gehen wir weiter zur Ausgabe von Zahlen. Und zwar beginnen wir mit den ganzen Zahlen. Dazu habe ich eine Liste mit Zahlen definiert und gebe die jetzt einfach einmal aus. Also wir haben hier 5 Zahlen, größere, kleinere mit Vorzeichen. Es geht jetzt im Moment um ganze Zahlen. Und auch bei diesen ist es manchmal wünschenswert, dass man sagen kann, linksbündig, rechtsbündig, den Platz, den sie einnehmen sollen, mit Vorzeichen und so weiter. Die einzelnen Befehle dazu werden wir jetzt anschauen. Dazu ändere ich diese Ausgabe etwas, damit man besser sieht, wie sich das auswirkt, habe ich hier etwas hinten noch angefügt. Man sieht also, das wird einfach so ausgeschrieben. Das rückt nach hinten oder nach vorne, je nach Größe der Zahl. Manchmal möchte man diesen Text hier wirklich untereinander haben. Das kann ich sehr einfach erreichen. Ich gebe die Zahl mit einer festen Stellenzahl aus. Auch hier haben wir wieder diesen Doppelpunkt. Das sagt, es kommen Formatierungsinformationen. Dann habe ich hier die 4, das bedeutet 4 Stellen. Und D, das bedeutet ein ganzzahliger Wert. Und schon steht hier alles direkt untereinander. Zahlen werden standardmäßig rechtsbündig ausgegeben. Auch das kann man steuern. Ich zeige jetzt kurz die Möglichkeiten. Jetzt lösche ich das da unten mal so. Das ist linksbündig. Das verwendet man normalerweise bei Zahlen nicht. Hier rechtsbündig, das ist der Standard. Der wird ebenfalls verwendet, wenn ich hier nichts angebe. Und das hier ist eingemietet. Jetzt haben wir bei Zahlen natürlich noch einige andere Möglichkeiten. Zum Beispiel möchte ich jetzt sagen, ich will die Vorzeichen immer ausgeben. Also nicht nur, wenn ich Minus habe, sondern auch, wenn ich Plus habe, möchte ich das Plus sehen. Das ist ganz einfach. Ich schreibe hier einfach ein Plus. Und dann werden wir hier das Vorzeichen bekommen. Also hier haben wir Plus 2, hier haben wir Minus 12. Das Vorzeichen wird also immer ausgegeben. Die fixe Länge von 4 ist ebenfalls noch vorhanden. Manchmal ist das erwünscht, dass man auch die positiven Vorzeichen sieht. Dann haben wir noch die Möglichkeiten, mit Vornullen zu arbeiten. Das kann ich auch kombinieren, also die Ausgabe des Vorzeichens mit Vornullen. Hier haben wir das Vorzeichen, Vornullen, die Anzahl Stellen und das Ergebnis sieht dann so aus. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, die Ausgabe so zu machen, dass alle Vorzeichen untereinander stehen. Also nicht hier direkt bei der Zahl, sondern alle untereinander. Das wäre dann so. Das kann man ebenfalls noch kombinieren, wieder mit Vornullen. Wir haben jetzt ja hier Leerzeichen dazwischen. Da setze ich einfach hier eine Null ein. Und schon habe ich das Ganze mit Vornullen. Das waren jetzt die ganzen Zahlen. Die sind recht gut unterstützt. Aber weitere Elemente kommen dazu, sobald ich Zahlen mit Nachkommastellen habe. Hier habe ich ebenfalls wieder eine Liste aufgestellt.
Das wird jetzt so ausgegeben. Also eigentlich genauso, wie ich das hier geschrieben habe. Und auch hier möchte man ja zum Beispiel festlegen, wie viele Nachkommastellen das man sehen will. Auch die Größe, links, rechts, bündig, all das gibt es. Hier genauso wie bei den ganzen Zahlen. Geben wir das doch nochmal so aus wie das letzte Mal. Auch hier können wir Formatangaben machen zwischen den Klammern. Eingeleitet wird das wie immer mit dem Doppelpunkt. Dann geben wir an, wie groß die Zahl im Ganzen ist, also der Gesamtplatz, den sie belegt. Dann kommt ein Punkt und dann die Anzahl Nachkommastellen. Und das F steht für Float, damit Python weiß, dass wir eine Float-Zahl ausgeben möchten. Auch das wird standardmäßig rechtsbündig ausgegeben und das Vorzeichen nur dann, wenn es negativ ist. Jetzt gibt es hier eine kleine Tücke. MicroPython ist ja auf kleine Mikrocontroller ausgelegt. Da hat man nicht beliebig Speicherplatz zur Verfügung und auch die Rechenleistung ist begrenzt. Um da nicht zu viel Rechenzeit und Speicherplatz zu verbrauchen, arbeitet Python im Bereich Float nur mit niedrigen Genauigkeiten. Das merkt man, wenn man versucht, die Zahlen mit zu vielen Nachkommastellen auszugeben. Es kann dann plötzlich passieren, dass man hier Ungenauigkeiten bekommt. Also anstatt 0,25 bekomme ich 2,499 und so weiter. Man sieht auch hier, das Komma 3 hat hier hinten noch unnötige Stellen. Also Vorsicht, nicht mehr Stellen ausgeben, als man wirklich braucht. Sonst kann man da zu wirklich erstaunlichen Ergebnissen kommen. Jetzt hier nur noch zusammengefasst, die weiteren Möglichkeiten, die entsprechen mehr oder weniger dem, was wir bei ganzen Zahlen haben. Wir können das Vorzeichen immer ausgeben, indem wir Plus hier eintragen. Wir können Vornullen ausgeben, indem wir hier diese Null eintragen. Wir können linksbündig, rechtsbündig eingemietet haben und ebenfalls die Vorzeichen untereinander. Das entspricht genau den Funktionen, die wir bereits von den ganzen Zahlen kennen. Damit hätten wir eigentlich die eigentlichen Formatierungen. Ich habe hier aber noch etwas, das ebenfalls interessant ist. Gehen wir doch nochmals zurück zum einfachen Beispiel, das wir da früher hatten, das hier mit dieser Rechnung. Da ist es ja wichtig, dass die Reihenfolge der Platzhalter der Reihenfolge der übergebenen Werte entspricht. Das muss aber nicht so sein. Wir haben die Möglichkeit, diesem Platzhalter Namen zu geben. Also ich kann zum Beispiel schreiben, das Resultat von Rechnung ist Resultat. Das hier ist der Name des Platzhalters. Das kann ich machen, wie wir das bisher gemacht haben, also mit der entsprechenden Reihenfolge, aber unter Nennung des Namens. Ich kann das aber auch umgekehrt machen. Ich kann zuerst das Resultat übergeben und danach die Rechnung. Dank dieses Namens kann Python den Wert der richtigen Position zuordnen. Also ich bekomme in beiden Fällen dasselbe Resultat. Ja, das wäre es eigentlich für den Moment. Wie gesagt, hier in den Begleitunterlagen ist alles nochmals zusammengefasst, damit du es auch irgendwo nachschlagen kannst. Das nächste Mal geht es wieder mit Praxis weiter. Ich glaube, wir sollten wirklich einen Schritt hin zu unserer Wetterstation machen. Also das nächste Mal werden wir die Sensoren anschauen, mit denen wir Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen können.